Schmeckt für mich auch schon mehr nach Hafer. Digga, was ist denn jetzt hier passiert? Nach 3 Monaten ist es endlich soweit und ich kann dieses Video hier drehen. Ich freue mich, als wäre es schon Weihnachten. Die letzten 3 Monate habe ich schon einige Influencer-Produkte gesammelt, die ich testen wollte für dieses Video. Und einige haben einfach ein bisschen länger auf sich warten lassen. Das meiste kann man auch nur online bestellen. Es war so unheimlich schwer, in diese Produkte zu kommen. Ist fast schon dämlich. Aber dafür bin ich jetzt hier und dann würde ich sagen, testen wir die Produkte and let's go. Pamela Reif hat ja schon öfters mit Naturally Pam einige Fitness, gesündere Variantenprodukte rausgebracht. In den vergangenen Testvideos war ich nicht ganz so überzeugt, bereits leistungsmäßig. Dann dachte ich mir, aber versuchen wir es nochmal. Ich habe gesehen, die hat mittlerweile auch ein Shampoo rausgebracht. Habe ich jetzt ausnahmsweise nicht. Aber ich habe die Creamy Nut Butter Kakao Dream, also ein bisschen wie Nutella, nur halt ohne den Scheiß, und healthy verpackt. Wenn man so die Nährwerte anguckt, sieht man da aber auf jeden Fall, dass da doch schon einiges an Zucker drin ist und auch einige Kalorien. Ich suche mal das Verhältnis zu Nutella raus und packe das euch hier hin. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall gesünder ist wie Nutella oder kalorienarmer. Ärmer. Aber die Frage ist ja, schmeckt das auch gut? Probieren wir das Ganze einmal aus. Tada! Oh, es riecht schon mal sehr geil. Wir brauchen Brot. Und schon können wir das Ganze ausprobieren. Ist es Streichsaft? Geht. Ich habe es nicht im Kühlschrank gelagert. Und es ist relativ so fest, aber auch nicht zu fest. Sieht schon mal sehr geil aus. Probieren wir das Ganze einmal. Es schmeckt nicht nach Nutella. Es ist ja auch keine Nutella. Es schmeckt eher so ein bisschen wie eine Schokocreme mit zu zartbitter Schokolade. Irgendwas stört mich, aber ich weiß nicht, ob es am Brot liegt, weil wie gesagt, ich esse es so nie. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus Kokosnussfett besteht, oder? Ah, hauptsächlich auch Haselnüsse und Mandelpaste. Soll man anscheinend auch gut für Bowl-Toppings nehmen. Und das soll auch schnell flüssig werden. Deswegen glaube ich auch, dass es auch Kokosnussölbasis ist. Kann man machen. Meins ist es nicht. Für Schokocreme-Liebhaber aber auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Was ich an denen auch schon cool finde, ich hatte schon öfters welche, die halt nicht mit Palmfett waren, sondern dann halt auf Kokosnussölbasis oder so. Und da hat sich oft irgendwie oben so ein weißer Rand von Kokosnussöl abgesetzt, wenn das so ein bisschen warm geworden ist und wieder fest geworden ist. Das hier nicht. Wie gesagt, das stand 3 Monate hier bei mir im Schrank ungekühlt, hat den Sommer noch mitgemacht und jetzt auch den Anfang vom Winter und die Heizungsluft. Und die Konsistenz ist halt immer noch sehr nice. Ob es den Preis wert ist, können wir jetzt auch nochmal drüber munkeln, aber Konkurrenzprodukte sind auch nicht krass viel billiger. Wir kommen von mir aber im Go. Das Paket, auf das ich mit Abstand am längsten gewartet habe. Always, die Hafermilch von Dagi Bee. Ich habe anfangs im Supermarkt danach gesucht, aber dann wurde ich schnell alles besser und belehrt, dass das, glaube ich, erst ab Januar so ist. Also ihr könnt es bald dort shoppen. Online ist halt einfach kacke, auch wegen dem Versand und alles. Und dann kann man sich nicht so richtig das, finde ich, holen, wie man will. Und das ist verhältnismäßig halt viel teurer. Fast 4 Wochen habe ich auf mein Paket gewartet. Die haben sich dann bei mir auch gemeldet, nachdem ich nach ein paar Wochen mal geschrieben habe. Und haben gesagt, hups, wir haben dein Paket vergessen, aber jetzt geht's los. Da war anscheinend ein bisschen was los. Muss man ehrlich sagen, das machen die auch alles selber, geht ja nicht. Über irgendwie anderen Marken geht es ja manchmal zum Beispiel über ein DM oder so mit Partnern, wo man zusammenarbeitet. Wenn man das selber macht, ist es natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger. Deswegen, dafür habe ich volles Verständnis. Wollte ich aber an dem Punkt anmerken, passiert auch mir. Zählt selbst am besten. Wir haben hier Zero, Barista und Classic. Und Dagi Bee hat Hafermilch gemacht, weil, weiß ich nicht, vielleicht mag sie Hafermilch. Ich mag Hafermilch auch, deswegen habe ich es mir geholt. Klingt gut. Ich habe schon öfters zuckerfreie Hafermilch getrunken und fand ich auch immer lecker. Barista Edition, die schäumen wir gleich einmal schön auf. Ich hoffe, das funktioniert auch gut. Classic ist normal halt nur nicht schäumen, denke ich mal. Designmäßig müssen wir schon mal sagen, die Dinger sehen schon sehr cool aus. Ich muss auch sagen, weil die so anders sind von der Verpackung wie die meisten Hafermilchdinger. Die meisten haben irgendwie so, die schreien nach vegan, versteht ihr? Aber die irgendwie nicht. Aber hier steht auch nicht vegan drauf. Wahrscheinlich haben die einfach das Label nicht eingekauft, weil die erst gestartet haben. Ich denke aber trotzdem, dass es vegan ist. Taste it. Ich mache jetzt mal nicht so viel. Die sehen halt auch schon echt alle unterschiedlich aus von der Farbe. Ich weiß, dass Barista Hafermilch meistens einen hohen Proteingehalt haben, dadurch lassen sie sich besser schäumen. Deswegen macht das da für mich auch Sinn mit dem Farbunterschied, bei den anderen noch nicht so. Bisschen extremer nach Hafer wie die. Entspannt. Anfangs dachte ich geschmackslos. Der Geschmack kam aber so ein bisschen danach. Ist aber sehr, sehr leicht. Also wer nicht so stark diesen Hafergeschmack mag, da ist die, glaube ich, echt sehr geil. Barista. Die hat schon viel mehr diese cremige Konsistenz. Dieses Milchige, wisst ihr, was ich meine? Und es gibt ja auch mehr so einen Touch von anderen Barista-Hafermilch-Sorten.
Schmeckt für mich auch schon mehr nach Hafer. Lässig. Blind Taste. Hat mehr Geschmack nach Hafer wie die Zero, aber da fehlt mir noch diese milchige, bisschen dickflüssigere Konsistenz wie bei der Barista. Ich finde die beide sehr wässrig irgendwie. Aber lecker. Auf jeden Fall lecker. Wenn man so einen größeren Schluck von der Classic nimmt, dann wird die echt ein bisschen süßer. Aber nicht zu süß. Finde ich gut. Normal nehme ich immer mal Milchaufschäumer und nicht das Ding, aber wir machen das hiermit mal, weil damit geht es eigentlich im Verhältnis schlechter. Und wenn es damit gut geht, wäre schon heftig. Wow, der Schaum sieht richtig gut aus. Ich fülle den Rest mal mit der Classic auf. Wasser kocht für den Matcha. Dann machen wir mal ein bisschen rein. Bester Matcha, by the way. Ey, wenn ich mein Produkt rausbringe, dann bringe ich Matcha raus, Leute. Niemand hat Matcha rausgebracht, Leute. Ich muss das machen. Währenddessen sackert auch so dieser Schaum kaum zusammen. Oh, dieser Matcha ist so geil. Und oben drauf kommt jetzt unsere aufgeschäumte Milch. Normal tue ich meinen Matcha noch süßen, aber wir probieren es mal so. Geil. Sehr, sehr geil. Das schmeckt so 0,0 fad, sondern hat so einen ganz angenehmen Hafergeschmack. Ich fand so anfangs, wo ich das erste Mal so Hafermilch getrunken habe, weil ich keine normale Milch mehr trinken wollte, hatte ich so das Gefühl, Hafermilch war mir einfach zu viel. Ich hatte so das Gefühl, ich habe das Getreide im Mund. Da hat man aber nur so eine leichte, angenehme Note mit dabei. Aber man schmeckt das Hafer, was ich auch gut finde, weil ich finde es auch doof, wenn der Hafermilch nicht nach Hafer schmeckt. Wie schmeckt der Schaum? Ich finde es gut. Schaum, finde ich, könnte noch ein bisschen so stabiler sein. Weil normal bleibt er auch hier so ein bisschen besser hängen. Und wenn man so schmatzt, dann hört man eigentlich, wie so die Bläschen so kaputt gehen. Das macht einen sehr, sehr feinen Schaum, was perfekt ist für so Cappuccino oder so, kann man bestimmt sehr nice machen. Ich persönlich mag es aber, wenn es so ein bisschen festerer Schaum ist. Real wird es aber jetzt so im Supermarkt geben, würde ich dir auf jeden Fall. Also wenn ihr sie nicht online bestellen wollt, diesen Januar draußen, probiert es mal und schreibt mir dann auch gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr sie so fandet und ob es das war, was ihr davon erwartet habt. Umso länger ich das trinke, umso mehr bin ich überzeugt davon. Früher haben gefühlt alle Influencer Beauty-Produkte rausgebracht und mittlerweile kaum mehr jemand so richtige Beauty-Produkte. Was, Deutsch? Naomi John rettet uns und ich finde, die Sachen sehen so geil aus. Das ist so ein Anime-Style und das sind, glaube ich, Grafiken so von ihr, also von ein paar Looks von ihr, aber in so Anime-Style. Finde ich, passt voll zu ihr und ihrer Ausstrahlung im Internet. Und macht auch absolut Sinn, weil ihre Make-ups sind einfach slay. Sagt man das überhaupt noch? Ich bin immer sehr neidisch auf ihre Perfektion, wie symmetrisch das alles aussieht, weil das kann ich nicht mal bei meinen Augenbrauen. Ja, Krise. Deswegen hoffe ich, dass sie diesen Look auch nicht sieht, weil das wird, glaube ich, sehr unangenehm. Weil ich werde es auf jeden Fall nicht symmetrisch. Das Ganze ist wieder in Zusammenarbeit mit Melody Lashes. Sie hatte ja schon mal Lashes rausgebracht. Ich glaube, die hatten wir auch in einem Video getestet, wo wir auch super happy waren. Allgemein die Melody Lashes sind sehr nice. Nutze ich persönlich auch immer so sehr gerne. Meine Sätze gerade machen alle keinen Sinn mehr. Die klingen so wie ein Schulvortrag, obwohl ich die mir gar nicht lange überlege, sondern die kommen einfach raus. Aber die klingen so komisch. Ich habe einfach in letzter Zeit zu wenig mit der Kamera geredet. Wimpern und Eyeliner. Ich würde sagen, ich starte mit dem Eyeliner. Oh, ich habe wirklich einen blauen bestellt, ne? Ich habe mir wirklich gedacht, Nicole, also wenn du schon, probier es auch mit Farbe, ne? Ich habe früher ja auch sehr viel farbige Looks gemacht. Mittlerweile schminke ich mich selten. Selten so richtig. Deswegen habe ich Angst. Oh mein Gott. Ich liebe solche Spitzen, die so ein bisschen aussehen wie Filz. Aber das ist kein Filz, sondern es ist so eine Pinselspitze. Die sind sehr, sehr nice. Oh mein Gott. Ich spüre nicht mal, dass das Ding mein Auge berührt und es malt schon so perfekt. Ich kann nicht mehr. Ich habe schon ein bisschen was hinbekommen. Es ist einfach so, als würdet ihr mit so einem Filzstift auf eurem Auge malen, aber ihr spürt es nicht. Es gleitet einfach. Normal, da braucht man Ewigkeit, bis man die perfekte Spitze hat, weil dann vorne funktioniert er nicht mehr richtig. Und nicht mit dem. Ich traue mich gerade nicht, noch mehr zu machen. Ich hatte eigentlich noch vor, von meinem Lid damit ein bisschen rumzumalen, aber ich habe ein bisschen Schiss. Ich denke, man kann aber sehr gut sehen, wie wunderschön die Farbe ist. Richtig schön sättigend und mit der Spitze kann man halt so viel machen. I mean, look at this. Wenn es denn noch ein Schwarz gibt, werde ich mir den auf jeden Fall ein Schwarz holen, weil der auch so für tägliche kleine Eyeliner einfach perfekt ist, weil ihr da halt nicht irgendwie direkt so einen fetten Oschi euch hinballert. Ich hatte noch nie so viel Vertrauen in einen fucking Eyeliner. Jetzt sehen wir die Lashes. Ich weiß nicht, ob ich mir die natürlichsten rausgesucht habe, aber da hat es alles so Anime-Style. Es ist natürlich auch ein bisschen extremer alles. Ist sehr nice, weil selten gibt es gute Wimpern, die extrem sind, sondern meistens eher so Belodinger. Gerade zu meinem heutigen natürlichen Look passt das natürlich perfekt. Ich glaube, das kann man am besten raus. Hat man wirklich ein geiles Augen-Make-up. Das sind ja riesen Oschis. Oh mein Gott. Ich habe das gerade an den Härchen angefasst. Oh mein Gott, die sind so weich.
Oh mein Gott, die sind so... Leute, die sind wie Federn. Normal fühlt das sich so künstlich an, aber das fühlt sich so geil an. Was ist das? Wir sollten mal gucken, ob das überhaupt so auf mein Auge passt. Wer hätte es gedacht? Es ist ein bisschen zu groß. Sieht auch so aus, als wären beide Seiten gleich. Also, dass es egal ist, bei welcher Seite man es abschneidet. Ich habe mal so eine Dreiersträhne abgemacht. Dadurch, dass ich auch kein Lidschatten auf dem Auge habe, ne? Das sieht man wie einen kleinen Patzer. Fuck. Oh mein Gott. Digga, was ist denn jetzt hier passiert? Die sehen ultra geil aus, ne? Aber dadurch, dass du auch ungeschminkten Look habt, der macht halt echt alles kaputt. Ich hätte vorne vielleicht sie auch weiter runtersetzen können, aber ich habe Schiss, dass es mir hier dagegen sich die ganze Zeit drückt. Hier drüben liegt die Wimper auf meinen eigentlichen Wimpern auf und hat sich da festgeklebt. Das war natürlich jetzt auch dumm, weil ich meine Wimpern davor getuscht habe, aber eigentlich finde ich die Wimpern sehr cool. Die haben richtig coolen Anime-Style. Ich muss aber ehrlich sagen, dass es halt so für mich nichts ist. Also es wäre wirklich nur was für mich, wenn ich krasse Make-up-Looks oder mache. Also absolut nicht für den Daily-Gebrauch. Aber das ist auch ganz cool, da mal so ein cooles Produkt zu haben und dafür steht sie. Und ich glaube, für ihre Zielgruppe ist das perfekt. Die sind dafür aber echt ultra leicht. Also ich spüre die nicht auf meinem Auge. Ich sehe die nur ein bisschen und ich habe sie jetzt nicht perfekt angeklebt. Aber ansonsten verhalten die sich wie ganz normale kleine Lashes. Und auch der Kranz war toll geschwungen, sodass man es gut anlegen konnte. Ich bin in love. Umso länger ich mich so ohne Pickel angucke, umso besser finde ich es. Wisst ihr, was nicht fehlen darf, nachdem irgendwie jeder Influencer dafür Werbung macht? Bilou. Ich muss ehrlich sein, als Bilou das erste Mal rauskam, habe ich mir alles geholt, die ganze Zeit. Aber irgendwie haben diese Schäume mich nie richtig geflasht. Und deswegen dachte ich, gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Es gibt ja auch Bilou Kaugummi und so ein ganzes Zeug. Es gibt mittlerweile sehr, sehr, sehr viel. Ich hätte niemals gedacht, dass Bilou so lange durchhält. Milky Dream. Bilou, Baby loves you. Ich gehe gleich duschen und probiere das, aber davor... Boah. Konsistenz wie damals. Boah, das hat sich auch nicht verändert, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich war nie so ein Fan von Bilou, weil das immer so gerochen hat wie so ein Süßigkeitenladen. Und irgendwann ging mir der Ruch so auf den Sack, dass ich dachte, ich will nicht, dass mein ganzer Körper nach Süßigkeiten riecht. Das riecht aber schon ein bisschen besser. Gerade war es noch ganz komisch, aber... Boah, das riecht viel besser. Das hat so einen angenehmen Touch und nicht so einen extremen Cotton Candy Vibes. Das ist der Hardcore-Test, weil da werde ich an meinem Geburtstag nach Bilou riechen. Bitte wird das am Schluss gut riechen auf meiner Haut. Wenn das nicht gut riecht, habe ich ein Problem. Leute, ich hab's probiert und ich kann euch sagen, ich weiß jetzt wieder, wieso das so gehypt war. Weil dieses Schaumfeeling auf der Haut ist einfach geil. Also es hat wirklich Spaß gemacht, damit sich einzuseifen. Ich muss einfach nur sagen, ich glaube, ich bin einfach nicht ein Fan von so süßen Gerüchen. Ich mag das eher, wenn es so ein bisschen frisch riecht. Ich finde, es ist mir einfach ein bisschen zu süß, aber das ist Geschmackssache. Hat dir gerade die ganze Zeit angelaufen? Hoppala. Vielleicht gibt es aber auch andere Geruchsrichtungen, die ein bisschen frischer riechen. Klärt mich da auch gerne drüber auf. Mittlerweile ist es dunkel, aber das hält mich nicht davon ab. Ich hätte niemals gedacht, dass Influencer einen Senf rausbringen. Das Komische ist aber, ich check's nicht ganz. Das sind sehr viele unterschiedliche Gesichter von Influencern, besser gesagt, vor allem von TikTokern drauf. Ich habe wirklich durch und durch geguckt, bis ich irgendjemand erkannt habe. Es war aber tatsächlich relativ schwer, weil es nicht mehr so viele gab. Also ich glaube, die sind schon ziemlich gehypt gewesen. Ich weiß auch nicht, ob es die aktuell noch gibt, weil ich habe die vor 3 Monaten gekauft. Aber Senf hält ja zum Glück lange. Ich mich gerne mal auf, wieso Influencer bei diesem Senf irgendwie beteiligt sind oder wieso denn ihr Gesicht da drauf ist. Könnt ihr bitte mein Gesicht auch auf Senf machen? Und für diesen optimalen Taste-Test habe ich mir natürlich Würstchen geholt. Es gab aber nur noch die kleinen, aber die sind richtig geil. Und jetzt dippe ich mein Würstchen einfach in den Senf. Das ist es. Schmeckt nach Senf. Schmeckt nach einem Senf, den ich mag. Ich esse nicht so oft Senf und ich weiß auch nicht, worin sich so die Qualität unterscheidet. Aber so ein ganz normaler, ne, Einkäufer, der Senf kauft. Ja, ist ein solider Senf. Mama ist ein Würstchen drin tunken. Ich habe jetzt einfach ein paar Monate eine Influencerin in meinem Kühlschrank stehen. Wer kann das schon von sich behaupten? Du nicht. Wenn es den Senf noch gibt, probiert ihn und sagt mir, ob der für Senfverhältnisse besonders gut oder besonders schlecht ist. Ich finde ihn gut. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, was für Influencer-Produkte ihr unbedingt ausprobieren solltet, welche ihren Preis wert sind und welche man auch einfach nur sich online anschaut und es dabei belässt. Macht euch aber am besten eure eigene Meinung und wenn ihr schon Erfahrungen damit habt, dann schreibt sie doch einfach mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.